Moin. 4x4 auf Crumble mit Harlequin und Velux. Der Händler, ja, ganz nein, schick. Hey. Und das überhaupt für eine Map, Alter? Crumble. Sieht scheiße. Ja, heute ist Thema, sieht im Titel Tanzverbot. Ja. Wollt ihr einmal eure Meinung zu ihm kundtun? Bevor ihr das so sage. Richtig. Nee, komm, hau du erstmal raus. Okay, also. Was viele vielleicht schon gewundert hat, dass ich auf Twitter sehr positiv ihm gegenüber gestimmt bin. Auch eine oder andere Diskussion hatte ich dadurch mit Zeppelis gehabt, falls ihr ihn noch kennt. Seid ihr krass lange dabei und so aktiv, finde ich gut. Doch, so korrekt im Test. Ja. Jedenfalls. Ja, ich kann es auch gut mit dem korrekten Kerl. Jungs, bei uns am Bett ist übrigens jemand. Bleib. Und ich denke, dass er auf YouTube nicht jemanden spielt, aber sich selbst sehr stark überspitzt. Beziehungsweise okay, sich aller Stilmittel bedient, um seinen Content möglichst ansprechend für Vollidioten zu machen. Ja, möglichst ansprechend zu machen, ja, und ja. Damit er viral geht. Ja, und das hat er ja auch geschafft. Und das hat er perfekt umgesetzt. Also, das Ding ist, Tanzverbot ist meiner Meinung nach so einer, der weiß, wie YouTube funktioniert. Der weiß genau, wie das läuft. Und der hat sich diese YouTube-Community mega zum Vorteil. Also, ich meine, ja, der riskiert manchmal eine dicke Lippe und ich kann mir vorstellen, dass er, wenn er auf der Straße irgendwann getroffen wird, mal einen aufs Maul bekommt. Glaube ich nicht. Auch wenn sich wahrscheinlich 90% die einzigen, die ihn haten, sind eigentlich die ganzen, also die richtig hart haten und sowas machen würden, sind die ganzen Apo-Red-Fanboys und so. Ja. Und die sind mit ihren 12 Jahren nicht in der Lage, einem Tanzverbot aufs Maul zu geben, beziehungsweise ihn überhaupt anzusprechen. Ja, das ist echt so. Und deshalb, also meiner Meinung nach, er macht es echt klug, wie er YouTube so ja. sieht und YouTube für seine Zwecke benutzt. Weil, ja, wie soll man das sagen? Er hat dieses System verstanden und sich damit seine Reichweite aufgebaut. Mhm. Und würde ich jetzt mit YouTube anfangen, ich meine, ich würde es nicht einen auf Tanzverbot machen. Aber dieser Assi-Style hinter seinen Videos und hinter seiner Art, wie er sie spielt. Was? Wir sind grün, das habe ich auch nicht gestellt. Hinter seiner Assi-Art, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass er das spielt. Ich glaube, er ist schon ziemlich stark in die Richtung. Ja, also ich meine jetzt auch nicht so, dass er das alles komplett ausgedacht hat und eine komplett fiktive Person ist. Ich glaube, so gut könnte er das nicht spielen, um eine Schauspielschule besucht zu haben. Und ich würde mir auch nicht antun, mich jeden Tag so in einem Bademantel so komplett verpennt irgendwo hinzustellen und ein Video aufzunehmen, aber. Und ja. An alle, die jetzt sagen, Tanzverbot ist einfach nur ein Hurensohn, guckt einfach mal ein paar Videos außerhalb der Ansagevideos an. Dann merkt ihr vielleicht auch, dass der Typ gar nicht mal so dumm ist, wie er immer tut, sondern dass er extrem viel Grips hat. Und scheinbar auch ein bisschen lustig. Der ist echt extrem unterhaltsam. Ich feiere seine Ernährungstipps. Ja, die sind geil. Ja. Und der ist auch extrem dankbarer und netter Kerl eigentlich. Wenn man sieht, wenn ihr das mal ansieht, einfach so. Weil er genau weiß, dass er ohne. Also er hat Schule abgebrochen, ja, vielleicht wie einige von euch vielleicht wissen. Und er ist extrem dankbar, dass er jetzt einen Standbein sich aufbauen konnte und so einen Scheiß. Also einfach mal ein paar Videos gucken, wo er nicht Ansage macht, also die nicht so populär gegangen sind und nicht so krass aufgeklickt wurden. Und dann sieht er, dass er vielleicht mal mit anderen Augen doch ganz nett und nicht so dumm ist, wie man sich das denkt. Ja, genau. Ja. So, und ansonsten, was abonniert mich. Abonniert Nils, genau. Und ja, tschüss.